Leute, Pokémon Trade ist wieder am Start. Nach zwei, das relativ kurzen von. Ja, was haben wir nicht alles erlebt? Wir haben Rose davon abgehalten, die Welt untergehen zu lassen. Und, ja, wir haben es in den Nalos gefangen. Und jetzt dürfen wir endlich den großen Champion übertreten. Und los geht's, liebe Leute. So, auf geht's, liebe Leute. Endlich das große Finale. Dürfen wir uns nach diesem Kampf der neue Champion oder bleibt Dillion ungeschlagen? Es wird definitiv nicht einfach werden, weil meine Pokémon sind, glaube ich, fast alle bei meinem Level. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen was trainieren sollen auf Screen. Aber das haben wir dann doch zu viel Arbeit jetzt. Wir versuchen es. Entweder klappt oder es klappt nicht. Ja, ehrlich stehen wir uns gegenüber. Du hast einen alles gefangen. Diese geile Region ist hier. Du hast an der Seite der legendären Pokémon Zacki und Summit Center gekriegt. Das war zu einem waschechten Helm. Und er war für den Gegner. Ich habe dich entdeckt und er voll das Potenzial gefestigt. Das ist eine Leistung für sich. Wenn ich es auch schaffe, haushoch gegen dich zu gewinnen. Ja, das ist der ultimative Beweis. Das können Sie anstellen. Und dann mal los. Liefern wir uns einen Kampf, der die Geschichte der Gala-Region eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft Galas für immer verändern wird. Wenn du hast diesen Kampf so richtig gut halten, ist es Champ. Ja, oder der neue oder der alte Champ. Jedenfalls. Ja, jetzt. Gideon gegenüber. Wie gesagt, haben wir Dwyer im Finale des Champ Cups unsere Probleme. Und jetzt treten wir ihm noch stärker gegen die. Naja, der wird, ist gut schwer. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe sogar eine Pokémon gerade mal geliefert. Er hat jetzt 6 Stück. Ne, doch, 6 oder? Und er fängt mit diesem Guard an. Und zwar Geist Pokémon. Schade, mein Team ist noch nicht verändert. Ja, das ist einer. Weil der ist mir Check das immer nicht so ganz zufrieden. Ich habe gedacht, dass er da hätte das verändert. Also, das ist ein bisschen. Die Frage ist, ob man das Level 62 hat. Das wird nicht Level 58. Wir sind also gegen alle meine Pokémon deutlich unterlevelt. Entweder kriegen wir das heute auf die Fresse oder wir gewinnen das Ding noch knapp. Taktikwechsel. Okay, er geht jetzt von der Verteidigung in den Angriffsmodus. Volltreffer natürlich. Aber das Spiel gab gerade ein Wasser. Geht jetzt in die Knie. Ja, das ist richtig für Galoppa. Maxax. Gut, dann gehe ich jetzt auf Zettas. Also ich vermute, dass er sein Gruber auf jeden Fall als Pokémon. Aber es wird alles anders. Level 63 ist Max. Seine Fähigkeiten hier helfen, den Weg hier nicht. Ja, gut. Es kann doch nicht sein, dass ich das schon wieder zurückziehe. Heute mit einer Eisattacke und der Wasser-Pokémon und Eis-Pokémon in die Richtung. So, verziehen. So, es ist schon ein Schützen. So, seine Pokémon ist jetzt noch was vergiftet. Jawohl! Ich hab das sollte doppelt stark bis der Corner sein. Top Genesung. Ja, er setzt natürlich auf Top Genesung ein. Vergiftung. Halt eine Verwirrung. Halt eine Vergiftung. Scheiße.
Ding. Die Sache ist wirklich einfach, das Ding wird definitiv nicht geschafft. Ja, genau das, was ich eigentlich machen wollte. Ganz schön wird besiegt. Ja, ich habe mich aber wieder verpasst. So, dann versuchen wir halt mit dem T-Pokémon. Ich muss immer noch nicht da, ja, definitiv. Mit Zauber scheint. Alter, das ist ja nicht ganz. Ja, es hat natürlich Eisenschein. Das ist ein Kotzen gerade. Das ist ein Kotzen. Ich ist gerade nicht gepackt. Wir verlieren. Wir verlieren. Wir verlieren das Ding. Er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, uns jedes Mal zu da, was wir jetzt machen. Hätte man vielleicht einen Antwort, aber ich muss sagen, die Bayern nicht wissen. Wenn der Checkfox ist relativ angeschlagen, ist der lieber Level. Immer nur One-Hits. Ich hab keine Hand, um die Runde zu gewinnen. Vom Level her hat es nicht gut, ich hätte es für mir nicht. Gut, aber er ist der Champ, ne? So, was hat jetzt aber beide? Okay, das ist zumindest mal die große Gefahr. Ich weiß es aber nicht. Ich hab da Pull drauf. Fast sogar jetzt irgendwie versucht rauszuzählen. Sind wir jetzt natürlich gut daran. Jetzt müssen wir tatsächlich die Leute bei mir haben, die nicht gefunden. Ich habe eine Krone in der Krone. Ja, nicht so toll, ja. Sie ist gerade hier ganz gerade und die war's. Verlieren. Elektro drauf. Vom Level sind wir zwei Stärkster. Okay. Jetzt muss ich mal hier. Ja, genau. Krieg den zweiten Volltreffer hintereinander, du Deck.
krieg den scheiß zweiten Volltreffer hintereinander. Wie soll das denn gehen? Wie soll denn da was reißen? Helion ist schon mal raus. So, dann hat er noch zwei. Hat sie fast? Ich werde mit denen mal drauf zu gehen.
Ja, wir müssen tatsächlich das hier nochmal trainieren. Ganz auf dem Eieieiei, wir müssen es jetzt irgendwie nochmal riskieren, liebe Leute. Im Kampf gegen Girion keine Chance. Ich werde mein Team tatsächlich umbauen auf Screen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich nochmal neu und dann versuchen wir so die. Bis dahin, mal wieder weg.